Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deponia, The Complete Journey in Chaos auf Deponia. Ja, in den letzten Folgen sind wir ja nicht wirklich weit gekommen. Aber ich habe einen Plan. Also ich habe, es hat's, ach okay, wir sind hier. Gut, dann ist es egal, dann können wir wieder gehen. Ich hatte ja noch ein paar Tipps gefragt, keine Tipps bekommen, verständlich. Und habe jetzt aber Möglichkeit halt weiterzukommen, weil wir müssen mit unserer lieben Goal nochmal hey, zum Goal. Wasee. Alles gut bei dir? Und wie ist es nicht? Kommst du mit? Er wohnt in dem. Ein Wort. Das ist. So, wir gehen nochmal zum Wahrsager. Das ist nämlich genau richtig. Man sollte eben nie. Zum Glück gibt es P. Oh, da kommt er. So, und dann, genau, und dann hieß es, wir sollen halt einfach seine. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. So, und dann können wir nämlich in der Zeit die Fernbedienung an Goal benutzen. Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Genau. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. So, wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Noch einen Augenblick. Wir sollten dann nämlich, laut dem, wie ich das gelesen habe, sollten wir nämlich genau dann, wenn sie ja kurz vorm Ausrasten ist, halt nach dem Reichtum fragen. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So wartet doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Yay! Errungenschaft freigeschaltet. Ein Bund fürs Leben. Wie süß. Und dann hatte ich noch was gelesen. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, dass wir halt auch richtig zurechtkommen. Das ist halt, wenn wir hier zum Nordpol gehen, haben wir ja eigentlich einen Tee gekriegt. Aber der ist ja zu heiß zum Trinken und dafür haben wir das Eis. So ganz blöd und ich bin da nicht drauf gekommen. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung. Und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... dünn. Oh oh.
Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Und so kommen wir nämlich an die Fackel. Er hat bestimmt nichts dagegen. Jo, dann haben wir die nämlich jetzt auch. Keine Ahnung, was wir damit jetzt anstellen können. Warte, können wir die da? Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Dochtlöscher für Flächenbrände. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Warum sollte ich meine eigenen Sachen... Wo ist doch noch so... Irgendwas Nützliches muss ein Dochten... Ah, dann könnten wir doch jetzt eigentlich wieder nach Portafisco. Und wir haben ja hier das brennende Fass. Und damit können wir doch eigentlich die Fackel anzünden. Also normalerweise. Ufus haben Feuer! Okay, jetzt haben wir eine brennende Fackel. Oh, keine Ahnung. Wie wir jetzt zum Beispiel an diesen blöden Delfinen kommen. Da fallen mir gleich 1000 lustige Kunststückchen ein. Aber keines, das spektakulär genug wäre, um meine überlegenen Dompteurskünste unter Beweis zu stellen. Okay. Das schon mal nicht. Aber er hat doch irgendwas von... Es ist in den Sternen zu finden gesagt. Da hatte ich ja auch noch was drüber gelesen. Dass das hier irgendwie am schwimmenden Schwarzmarkt sein soll. Extra das kaputt gemacht, damit man nicht diese Schnellreise machen kann. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Steht in den Sternen. Ja, die Sterne können wir leider nicht sehen. Können wir irgendwie... Nicht nötig. Sie ist doch so schon heiß genug. Okay, keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen könnte. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Okay, das können wir also nicht anzünden. Ich habe schon gesagt, man kann das vielleicht anzünden. Sie ist auch immer da, ne? Also wenn man sie so, ach, ich gehe jetzt mal wieder weg und dann, oh, da ist sie ja. Wenn uns die ganze Zeit hinterher. Können wir vielleicht die... Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Errungenschaft freigeschaltet, Captain Planet. Ich habe halt einfach nur so an die Simpsons gedacht, dann hat man das ja auch gemacht irgendwie. Oh, ich weiß, glaube ich, jetzt genau, wie wir weiterkommen können. Ein Sprung durch die brennenden Reifen. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ah, dann vielleicht den Grill. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden... Ich kann später auf den glühenden... Okay... Kein Anreiz. Und ich mal hier noch durch. Oh, noch ein neues Du. Na hören Sie mal, ich bin der... Natürlich. Vielleicht haben Sie zufällig... Leider, ich wollte aber die nette junge Dame... Welche nette junge... Oh, Entschuldigung.
Okay, ich bin schon soweit richtig, aber ich brauche Motivation. Es brauchen die denn eine Motivation? Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das Motivation genug ist. Ist das Motivation genug? Gestank? Was? Ach, ich will nur... Sie sollen ja... Wenn denn, ich meine es, ich... Die teilen sie ihr... Also, Allee, hopp! Hm. Okay, das ist auch nicht Aufmunterung genug. Dann kann ich das auch wieder ausschalten. Autsch! Ach, so wird das nichts. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Die Fackel haben wir jetzt auch nicht mehr. Also die brauchten wir nur, um die Reifen anzuzünden. Ist das nicht schön? Aber was können wir jetzt mit dem brennenden Reifen anstellen? Ich will das da aufmachen. Das sieht so aus, als wenn man das aufmachen könnte. Ach nee, die ist doch zugefroren. Da brauchst du gar nicht erst probieren. Ich rede mal mit Doc. Gibt es schon an. Ich arbeite dran. Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Weißt du zufällig, wo ich eine Torpedoausrüstung herbekomme? Die einzige Torpedoausrüstung, von der ich weiß, ist die, die Gilligan als Hauptgewinn in seiner Lotterie ausgelobt hat. Unglücklicherweise ist der Gadget-Shop um diese Uhrzeit bereits geschlossen. Ich muss also einbrechen und im Lotto gewinnen. Noch was? Kannst du nicht einfach mal eine aussichtslose Situation bleiben lassen? Man kann sein Glück nicht erzwingen. Vielleicht. Vielleicht zwingt man aber auch einfach nicht stark genug. Ah, das ist der Grund, warum wir nämlich die Lottozahlen brauchen, weil wir im Lotto gewinnen müssen. Ich habe mich schon gefragt, warum will er das? Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Okay. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Dann quatsch ich mal alles mit klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Das Tauchboot scheint untergetaucht zu sein. Da können wir lange suchen. Es sei denn, du hast einen Unterwassersuchtrupp an der Hand. Wie wäre es mit einer Gruppe ausgebildeter Torpedodelfine? Es geht aber schon noch darum, deine Freundin zur Vernunft zu bringen, oder? Im Krieg und in der Liebe. Ist jedes Mittel erlaubt. Okay. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Okay, Nein! Ich wollte doch einfach nur auf Goal klicken. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Bis auf die Tatsache, dass du uns ins ewige Eis verfrachtet hast? Immerhin habe ich uns nicht auf einen Eisberg manövriert. Hast du wohl! Und warum kann ich mich daran nicht erinnern? Wahrscheinlich, weil du von einem Kühlschrank am Kopf getroffen wurdest, als uns die Eisbären angegriffen haben? Ich scheine einiges verpasst zu haben. Das hast du wohl. Und es war ziemlich cool.
Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Du Schwächling, kannst du nicht mal ein bisschen Kälte vertragen? Mehr als du. Ach ja? Oh ja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Eisschwimmen! Was haben die vor? Schwimmen? Wartet mal. Sowas ist gefährlich. Hey! Ach, wozu rege ich mich auf? Ich kann mich ja immer noch an meinen Happy Place träumen. Happy, 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 happy. Ich habe gesagt, keine Eisschollen unter der Gürtellinie. Du nuschelst aber auch gewaltig. Hey, Bozo. Du solltest mal deine Schiffsschraube überprüfen. Irgendein Verrückter hat einen Pinguin daran festgebunden. Kein Problem. Ich kümmere mich später darum. Aber sei vorsichtig. Du könntest unsere Rutschbahn kaputt machen. Was machen wir hier eigentlich? Müsstest du das nicht am besten wissen? Immerhin hast du uns doch hierher gelotst. Ja, aber du weißt doch, wie das hier läuft. Jede Aufgabe zersplittert sich in Teilaufgaben, die wiederum in Teilaufgaben zersplittern. Da kann man schon mal den Faden verlieren. Ah, verstehe. Hast du die Sterne gesehen? Konzentrier dich lieber auf unsere Aufgabe, Hans Kuck in die Luft. Ich muss Rufus in Schutz nehmen. Früher einmal haben sich die Seeleute auch anhand der Sterne orientiert. Genau. Ich wollte mich anhand der Sterne orientieren und mich nicht von ihrem Funkelzauber betören lassen. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Aber wenn die in der Der Polarstern. Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Ah, vielleicht meinte er das. Ich muss mir die jetzt aber nicht merken, oder? Das war irgendwie... Der Guru hatte... 4, 8, 15, 16... Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplome... Der Guru hatte doch... 23, 42. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Ich glaube, ich muss mir das merken, deswegen kram ich mir gerade mal irgendwo einen Stift raus. Man weiß ja nie, das könnte ja vielleicht dann doch... Der Guru hatte doch recht. Also 4, 8, 15, 16. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. 15, 16. Der Guru hatte doch recht. 23 und jetzt tut es mir 42. Fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Okay, wir haben habe. Jetzt die Lottozahlen. Fehlt nochmal mit Goal? Vielleicht kann ich ihr ja jetzt sagen. Hey, Goal! Alles bis auf die Tage. Immerhin hast du. Und warum kann ich... Wahrscheinlich. Ich scheine... Das hast du. Und es war... Weiter geht's. Okay, aber wir müssen immer noch... da reinkommen. Das heißt, wir brauchen immer noch das Katzenfutter. Und das Katzenfutter kriegen wir her, indem wir... Wir müssen irgendwie die Delfine da hinten zum Lachen bringen. Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Hä, wenn ich das mit dem verbinde? Das wäre zwar sehr... Aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lustigeres einfällt, betrachten wir das mal als Plan A,5. Ich kann später nur auf den glühenden... Das wird mir bei meinem kolossalen Wetterexperiment... Ich kann später nur auf den Glühen. Das wäre aber so lange noch Hoffnung. Das wäre zwar aber so lange. Ja, das wird die Delf. Ja, aber der rutscht da ja nicht rein. Der fällt ja überhaupt nicht rein. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Da haben wir Schleuse. Ich
kann ja jetzt auch nicht mit dem reden. Ich kann mich auch nicht im Weg stellen oder irgendwie. Wo haben sie nur so schnell? Hey, Janosch! Ah, Ruvusch, du dem Organon und so. Ich geh du da, Viva! Und? Ich habe ein... Nein. Okay. Ab. Die Delft. Ist das nicht aus der... Wenn ich meine... Ich... Das war... Ich brauche die... Kommt ja gar nicht in... Fuhn. Das ist jetzt... Er hat recht. Aber Moment. Sehe. Ach, wie immerhin. Oh, meine Hobbys. Ach ja, ich... Ich glaube... Er... Ich muss los. Ich habe... Anfühl... Okay, das bringt irgendwie auch was an. Denn? Ich wollte ich da... Ja. Nope. Was ist, wenn ich den... Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufheitern wird. Nein, 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 hör auf! Ich weiß doch, dass das nichts bringt. Hehe, ja, das aber noch nicht. Hier ist mein feines Gespür für... Ich habe keine Ahnung, wie wir das genauer machen sollen. Und deswegen mache ich jetzt erstmal hier an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis dahin, ciao.